Kram mich jetzt einfach in die Wand rein. Die letzten Verzweiflungstaten. Oh! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Flucht 3 zusammen mit Chaba. Let's play! Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen von Minecraft Flucht mehr zu verpassen. Was ist mit der Katze los? Die ist gefangen. Warte mal. Hä? Ich mach sie weg. Na komm. Lebt sie noch? Doch, sie miaut. Hallo, raus. Oh Gott sei Dank. Alter, ist sie panisch. Endlich hat sie wieder die Chance, da vorne in den einen Burggraben zu fallen. Ja. Nee, sie geht rein und klaut ein bisschen. Okay. Arme Meats. Leute, wir haben... Oh, die Welt hat sich erweitert. Eddie hat sich erweitert. Du kleines fettes Vieh. Eddie hat sich erweitert. Lass doch mal. Eddie ist nicht dick. Zombie, komm doch jetzt mal hier also, raus. Also Leute, wir haben nämlich es ist ein Geschenk. Denn, ja, was? Hast du mich gerade nachgeäfft? Nee. Ja doch, denn wir haben ja das Problem, wir haben Schmiddi? Der schläft, ist der Nacht. Warte, hallo. Was denn? Doch. Weck ihn doch mit der Glocke. Komm, Schmiddi. Da ist er. Ah, hallo Schmiddi. Und das Problem ist, wir können keine Villager mehr produzieren. Wir können dem Dorf keinen neuen Lebens einhauchen. Einhauchen? Ich bin noch ein bisschen müde. Mann, ich war Schlittenfahren, Alter. Das war der absolute Wahnsinn. Hier ein Clip, Leute. Let's go. So, genau. Und jetzt müssen wir halt hier unten diesen Zombie-Villager, den wir Zombie genannt haben, den müssen wir wieder heilen, damit er und Schmiddi Kinder machen. Aber weißt du, was uns da fehlt? Ein Apfel. Ja, aber das ist ja kein Problem. Hä? Doch, ist sehr selten. Nein, ein Apfel ist doch nicht super selten. Ich hol jetzt einen Apfel. Na, mach mal, zeig mal. Sag mal, easy going. Mach mal ein Tutorial. Tutorial. Kennt den eigentlich noch jemand unter diesem Namen? Ich weiß es nicht. Gute Zeit damals, 2014. Nee, 2012 oder so, oder? Bei 10? Was willst du? 2010, echt? Ja, auch 2010 schon, klar. So, okay, du musst mir helfen. 12. Ich muss hier diese ganzen Bäume-Dinger da auch so ein bisschen abmachen. Ja, schade. Oh, bei der Nase, jo. Kratz mal bitte. Ja, ich kratz jetzt. Was hab ich da in der Nase? Och nein. Das war ein dicker, fetter Popel. Jetzt habe ich alle Popels im Gesicht. Ah, oh, Alter. Popel ist auch einerseits ekelhaftes Wort, aber auch so ein, also, ja, Popel. Ist das der Fachbegriff? Sagt auch der Arzt zu dir, entschuldigen Sie, Sie haben dort eine Popel. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Keine Ahnung. Oh, Apfel. Ernsthaft? Ich bin Minecraft-Gott. Du bist Minecraft-Gott. Na, das wäre schön. Aber dann kann ich dir nicht mehr vertrauen, Manuel. Warum? Ich hab dich doch wiederbelebt. Das sagst du. Ich habe dich wiederbelebt. Nee, also sorry, bei aller Liebe. Also du klingst null wie der Typ. Metall schon. Nee. Glaube mir, Paluten, ich habe dich wiederbelebt. Also ich habe ja mal gehört, dass der Sprecher von Xaro... der kam mir bekannt vor, ne? Kann das sein? Ja, aber geile Stimme, muss ich sagen. Ja. Oh ja. Damals, das hat mich auch irgendwie an wen erinnert, muss ich gestehen. Ich weiß es nicht. An Leonardo DiCaprio, an Brad Pitt? Ah, nee, so ein Ekelhaft, der mal rumschlottert. Hast du Dune schon gesehen? Nee, hab ich noch nicht. Ah, okay. Hier, okay. Guck mal. Ja. Papi, schau mal. Oh ja. Also, wie muss ich das jetzt machen? Also, erstmal brauchen wir den Trank. Ja. Du kleiner Mülleimer. Und dafür brauche ich... Nee, du wolltest doch Dingens... hier, Glas. Ah ja. Dann mache ich das mal zusammen. Ja. Genau. Jetzt habe ich drei Dinger. So, und dann jetzt gehen wir hoch. Genau, eine Wasserflasche brauchen wir. Eine Flasche haben wir. Ja, hier. Da siehst du, hab ich ihn an. Komm mit. Hallo, Esther. Hier, guck mal. Ja. Hast wahrscheinlich keinen Platz, ne? So wie doch, ich dich kenne. Klar. Gib mal da rein. Eins. So, und. Zwei, drei. Das war Trank der Schwäche, ne? War richtig, oder? Ja, ja, und jetzt packst du das da rein zum Braun. Okay. Ja, nach links? Haben die das? Oh mein Gott, nein. Was denn? Ja, guck dir doch das Symbol an, du Blindfisch. Welches Symbol? Oben in die Mitte muss das. Oben in die Mitte, ja. Pack rein. Ja. So. Warum passiert nichts? Guck mal nach links. Wir brauchen Lohnstaub. Ja, richtig. Ja, dann los. Los, Manuel. Mach aber erstmal dein Inventar leer. Warum? Ja, damit du Sachen mitnehmen kannst und nicht immer rumweinst. Also, ich weiß nicht, warum ich immer... Aber ich denke mir dann, vielleicht brauche ich das. Nein, falsch. Okay, dann rein. Du weißt schon, dass wir irgendwie 4000 Spitzhacken brauchen.
Warum? Weil da sehr viel verbraucht wird. Quatsch, ich laufe jetzt hier los und dann finde ich irgendwo so einen Lohn. Na gut, ja, okay, ich nehme schon mit, ist okay. Sah das schon immer bei uns so aus? Nee, das ist eine neu generierte Hölle. Nee, oh Gott, ich höre schon. Oh nein, Mann, ich habe keinen Bock hier. Ist er tot? Ich komme. Ich hasse den Nether. Oh, das sieht ja sehr interessant aus. Was ist das denn? Ja, guck, die Blöcke hätte ich jetzt gebrauchen können, damit ich hier nicht die ganze Zeit auf diesem blöden, nervigen Seelensand rumlaufen muss. Hallo nicht, Digga. Was ist das denn hier alles? Ich kenne das nicht. Ja, das sind die neuen Biome oder die neuen alten Biome. Ja, da brauchen wir jetzt einfach Lohn, ne? Ja, wir müssen, oder eine müssen Kiste. Halt eine Dingens finden. Ich bin mal smart und mache einen Screenshot von dem Anfang der Hölle. Der wird so näher. Ach, mein Schild. Haha! Aua. Damit habt ihr nicht gerechnet. Bumm! Hast du wen umgebracht? Er hat mich trotzdem berührt. Okay, ich habe einfach kein Essen. Warte mal, also einfach nur nein. Ja, was denn? Du hast gesagt, ich soll meine ganzen Sachen in die Kiste legen. Also habe ich auch mein Brot weggetan. Ah, ja, stimmt. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Macht total Sinn. Spitzhacke am besten auch, ne? Macht ja keinen Sinn, in die Hölle mitzunehmen. Spitzhacke habe ich. Ey, wie nervig ist dieser Seelensand? Naja. Gleich weine ich. Ich werde jetzt einmal ganz kurz zurückgehen. Ja. Da hole ich mir dann ein bisschen was Fressi-Fressi und ein paar Blöckis. Und dann geht's ab. Fressi-Fressi, komm, ich dir gebe. Hier ist es viel, so viel schöner. Ich komm runter zu dir. Runter? Und dann gebe ich dir Fressi. Ja, zum Portal. Ach so, ja, okay. Wo bist du denn? Ich bin in unserer Welt. Ach so. Ja, okay, dann komm schon zu mir. Wenn du da jetzt schon reingelaufen bist, ohne mich. Wie ätzend, dass wir dafür Lohn statt, Alter. Ja, da krieg ich... Da krieg ich... Herpes. Da krieg ich Herpes. Da krieg ich Herpes, sag mal. Da, jetzt erstmal ein bisschen Brot. Ja, sehr gut. Okay, sag mal, 20 Brot. Chillig. Kannst du mal eine Challenge aufnehmen? Ja, welche? Auf Spaß mal Pico-Prep trinken? Nein, Mann, ich will nichts von deinem Darmabführmittel, Alter. Ja, warum denn? Es schmeckt doch. Na, es schmeckt wahrscheinlich... Keine Ahnung, nach was schmeckt's denn? Salzig, ölig. Okay, ich bin beim Portal, wo bist du? Ja, nicht bei dir. Hier ist deine Mutter. Warum hast du jetzt Mami wieder ins Spiel gebracht? Ja, deine Mutter trägt ein Schwert, Alter. Oh, wusste ich gar nicht. Ja, ich bin mal Portal. Bist du nicht? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, hinter dir? Da bist du ja. Hier. Ich bin doch beim Portal, ich sehe es. Hier, nimm, hallo. Was denn? Du brauchst doch Essen, ich oder? Ich hab doch Brot. Hörst du mir nicht zu? Du hörst mir gar nicht mehr zu. Warte, du hast dein Brot wirklich nicht aufgegessen, sondern weggetan? Wie? Nein. Ich hab einfach Neues gecraftet. Ah, ich dachte schon. Guck mal, wie ich so ein PvP-Spieler bin, ja, Alter. Ja, krass. Vor allem auf Sand, der gar kein Seelensand war. Das war wirklich beeindruckend. Ja, und die Essen? Oh Gott! Oh nein, ich helf dir. Standby, ich rette dich. Warte, ich mach das. Ich abwehr ab. Er trifft mich. Schieß zurück, schieß zurück. Warum ist denn das so laut? Alter, mein Gas, ja, ich habe das irgendwie einen Ticken zu laut gemacht, aber dadurch habe ich mir fast in die Hosen gepullert. Nicht nur fast, wo ist er denn jetzt? So ein kleiner Tropfen drin. Jetzt ist hier alles nass. Och, Mann. Warum ist denn hier keine Festung? Also, wenn irgendwo eine ist, dann ja wohl da hinten, oder nicht? Dafür habe ich auch gar nicht die Blöcke, um mir das erlauben zu können. Ja, wir müssen dann hier irgendwie runter. Ja. Da kann man sich, hier kann man sich easy runtergraben, wo du gerade bist. Nö, ja, ich mach hier. Aua. Ja, wir müssen doch wieder hoch, deswegen dachte ich lieber runtergraben. Ja, das ist nicht doof. Okay, ja, ich grab auch hier ein bisschen. Oh ja, das geht ja erstaunlich schnell. Na klar. Oh, er muckt. Ich seh's. Er will 1 gegen 1. Alter, was hat er denn da in der Hand? Ist das eine Armbrust? Ja. Oh, wie er kassiert hat. Oh, ich höre schon wieder ein Gas. Ja, über dir. Da oben. Ja. Hab getroffen. Sehr gut. Er ist tot. Alter, wie du ihn gelegt hast. Ah, ey, warte mal, guck mal. Erinnerst du dich? Schau mal. Was denn? Hinter dir? Hier, diese Teile. Ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann auch mal Kisten gefunden haben. Mhm. Und das könnte uns retten. Da könnte ja so ein Ding drin sein, weißt du? Ja. Okay, das ist auch das tot. Oh ja, sehr gut. Ja, man könnte vielleicht auch, man kann irgendwie mit dem Gasträne. Juhu. Ach komm, Alter. Oh, ich hab grad das Schweine. Da wäre ich bei. Oh nee, da unten ist so ein Schwein. Alter, pass auf, ja? Ja. Ich lauf vor dem weg. Ist er schneller als. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, nee, hoffentlich ist er nicht schneller als ich. Bist du schneller als ich? Nee. Okay, chillig. Hier ist ein bisschen Glowstone. Ich nehme mal ein bisschen Glowstone. Ja, nimm mal mit. Man kann immer ein bisschen Glowstone gebrauchen. Lava? Glowstone. Ah, irgendwas für Pfeile oder so.
Es gibt irgendwelche Glowstone-Pfeile. Ich werd mich auch richtig hart verlaufen, wo ich jetzt lang gegangen bin. Ja, ja, aber gut, du hast ja einen Screenshot von den Koordinaten gemacht. Da kann man dann auch notfalls einfach sich geradeaus, bum, bum, bum. Also bum, ich weiß bum, auch bum. Nicht, wo ich bin. Ja, ich laufe auch gerade einen sehr komischen Weg. Ja gut, hier ist nichts. Mann, hier ist auch einfach nichts. Warum ist das eigentlich immer ein Problem? Ja, das frage ich mich auch. Das besonders, frage ich mich wirklich auch. Es gibt ja mittlerweile mehrere Arten von Festungen, oder nicht? Ich muss sagen, mit Never habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich. Also. Kram mich jetzt einfach in die Wand rein. Die letzten Verzweiflungstage. Ja, oh! Tot? Alter. Du lebst, ne? Alter. Ich erwarte die ganze Zeit, dass da unten links steht, du stirbst! Nee. Oh Gott. Alter Junge, das war so... Ich bin richtig dumm runtergefallen. Und wie viel Schaden hast du bekommen? Ich hatte, glaube ich, noch ein Herz. Ich hatte noch ein Herz. Oh, klar. Der hätte ich nicht nochmal wiederbelebt. Ich hoffe, dir ist das klar. Alter. Ja, wir sind wegen dir bei Flucht 1 draufgegangen. Nee. Doch. Nee. Und wirf die Elder Pearl. Tot. Nee. Doch. Die Welt hat sich erweitert. Ja, die Welt. Wo ist unsere Scheißfestung? Ja, das frage ich. Das frage ich mich auch. 3 Tage später. Ich sehe da hinten ein Portal. Let's go. Ein Portal? Ja, nein, diese Dinger, wo du meintest, dass da so eine Kiste sein. Da ist eine Kiste. Oh, mit aber ganz viel Festung. Glück. Nee. Aber drück jetzt einfach die Daumen. Oh, wie soll ich den hier? Oh nein, oh nein, oh Gott. Okay. Manuel. Hilfe! Was machst du denn, Manuel? Da sind überall Viecher. Schaffe ich den Drop? Ja, doch, easy. Okay. Oh. Jetzt drück mir einfach nur die Daumen. Ja, drück du mir lieber mal die Daumen, dass ich nicht sterbe. Nein! Feder, Goldschuhe. Oh, 2 Obsidian, Eisenklumpen. Ja, was soll ich denn mit Goldschuhen? Wenn du die anziehst, dann hast du vielleicht Schutz gegen die Viecherts. Ich wollte keinen Schutz. Inzwischen. So, Leute, da sind wir wieder. Manuel hat traumhafte Nachrichten, während ich vielleicht kurz auf der Toilette war. Manuel? Ja, ist okay. Ey, es tut mir leid. Manchmal drückt's halt. Ja, ich hatte auch einen Kaffee getrunken. Und ich hatte heute Morgen noch nichts. Also, ist auch scheißegal. Warum erzähle ich das überhaupt? So, warte mal. Hier, ja, okay. Muss ich hier runter? Wenn du was Rotes siehst, dann bist richtig. Oh, hier ist so ein Ding. Ja, rechts. Ey, aber ist das nicht hier dieses antike Dingens, womit wir eine Netherite-Rüstung machen können? Da auf diesem einen Ding. What? Ja, doch, das ist so das hier antiker Schrott. Hey, natürlich, wo soll das denn? Manuel. Ich war fast tot. Das war so knapp. Komm mir bekannt vor. Bin da. Ah, da. Hier. Hallo. Das da, meinst du? Hallo. Ja, yeah, das. Ich glaube, das ist antiker Schrott. Okay, ich guck mal, ne? Dafür brauchen wir vielleicht eine Dia-Spitzhacke oder so. Und zack. Aua, Hälfte Leben weg. Ja, schade. Ja, ich glaube nicht, dass das können wir ja gar nicht abbauen. Hast du noch... Oh nein, du hast keine Dias dabei. Nein, weil du gesagt hast, ich soll die Dias wegpacken. Ja, war ja auch richtig so. Es ist doch nicht... Doch, ich glaube, das antiker Schrott ist. Ist das antiker Schrott? Nein, stimmt. Das könnte einfach nur Cursed Obsidian oder sowas sein. Alter, Goldapfel. Wir hätten gar nicht sammeln müssen. Ja, aber komm. Wo ist die Dingens? Ja, das zeige ich dir sofort. Da, guck. Da, das habe ich noch nie gesehen. Das ist doch einfach der Tod. Chillig. Alter, Junge. Boah, mit richtig. Eisenrüstung, die wir haben. Richtig fett. Unverzauberter Fabi. Eisenrüstung. Aber wir müssen ja eigentlich nur einen killen und der Rest ist komplett egal, oder nicht? So, warte, ich nehme die. Ich habe einen tot. Oh, oh. Boom. Ich brenne. Oh nein. Ich habe keine Pfeile mehr. Boah, das ist wie so immer seine eine... Hand hebt, lol. Oh, warte, genau, lass den ein. Ich versuche ein bisschen anzuloggen. Oh nein. Oh ja. Hab ich? Oh ja, ja doch, der kommt jetzt doch, gleich. Doch, warte, der kommt ich mach ihn. Der wird gierig. Oh! Nice. Oh, und eine Lohnrude. Ich schub eine Rude zu dir. Ich habe eine Rude. Oh nee. Ich habe eine Rude. Oh, den habe ich geklatscht. Ja, da kommt noch einer. Pass auf. Den habe ich weggeklatscht, das Opfer. Da, jetzt. Komm her, jetzt. Alter. Ich klatsche ihn eine. Alter, wie die alle gekassiert haben. Ja. Das ist einfach kein Problem. Eine schreckliche Festung. Ja, guck mal jetzt kurz in die Kiste. Ist da eine Kiste? Ja, natürlich sind da Kisten drin. Oh, ne. Aua, ich brenne. Oh, ne. Ich habe kein Essen mehr. Ernsthaft? Oh, nein. Komm her, Bruder.
Ja. Hier, ich geb's dir. Ich hab noch Schwein. Nein, das darfst du nicht essen. Ich erwarte. So. Danke, Buddy. Kein Problem, ich geb dir gerne Knifte. Und tschüss, du Lappen. Oh nee. Gib ihm. Gib oh nee, ich hab Angst. Ich helf dir, ich helf dir. Dankeschön. Ah. Da, und jetzt klatsch. Hör auf, mein Mängel anzu. Klatsch ihm eine. Ja, ich mach hier. Zack. Ah. Zack. Zack. Und du hast ihn. Wow, yeah. Was ein Mann. Oh nein. Mann. Oh, let's go. Hier ist ein Spawner. Oh Mann, ich seh's. Hier sind zwei Spawner. Oh Gott. Oh Gott. Ich seh's. Ich, ich hab, ich hab ich ganz. Seh's. Ich hab richtig ich harte seh's. Probleme. Ich auch. Ich werd sterben. Ich werd nein. sterben. Du isst. Ich hab Wither-Effekt. Ich hab einen Goldapfel. Komm her. Oh, wo bist du? Okay, ich hab's überlebt. Ja, ja. Jetzt bleib erstmal chillig und okay. heilig. Ach du Scheiße, ich muss weg. Ja. Ich bin gleich tot. Oh Gott, okay, Goldapfel genommen. Oh. Ich komm einfach zu dir komm und lass uns zurück. Nach Hause gehen. Lass einfach gehen. Ja, einfach ich kann hier nicht. Frieden. Renn durch, wenn du voll bist, und dann gebe ich den okay. Goldapfel. Da liegt ich ein Goldapfel kein... auf der Straße, also auf dem Weg nach unten zu mir. Liegt ein Goldapfel. Du kannst Junge, ihn da sofort sind 10 Typen. Und jetzt? Ich lauf durch. Entweder gehe ich komm. Drauf. Ja, mach aber einen Inventarplatz frei, damit du direkt den Goldapfel nimmst und essen kannst. Oh Gott, Alter, das ist so dumm. Da sind jetzt noch mehr gespawnt. Und es kommt ein Gast. Alter, sind da viele. Alter, sind da viele. Hilfe. Warte, ich guck, ob ich mir hier den Weg... Warte. Ich kill gerade einen. Ja. Ja. GG. Brenne. Nicht so angenehm, ich sehe es. Ich sehe die Party. Ja, alles klar, ja, klar. Warte. Alter, ist das ein Stress. Okay, ich glaube, ich habe die Chance. Ich kann jetzt den Run machen. Ich ja. mach den Run. Dann mach den Run. Oh, Scheiße, das bringt nichts. Ah! Ja, okay, warte mal. Wie viel Leben hast du gerade? Viel zu viel. Warte. Kann ich die irgendwie ablenken oder? Nee, ich kann nichts machen. Ablenken kannst du die vielleicht. Dann sind die aus, ne? Ich kill gerade welche. Oh, Lava! Okay, das war's. Das war's. GG. Nein. Nein, doch, nein, doch, ich brenne. Und du stirbst jetzt nicht. Ich werd vermutlich draufgehen. Nein. Ah, nee, bist du nicht? Vier Leben. Alter, wenn ich so weitermache, bin ich gleich tot. Ich komm da halt nicht durch. Ja. Kannst du nicht irgendwie dich woanders hinbauen oder? Da kam die Lava. Ich kann gucken, ob ich irgendwie nach oben wegkomme. Bob, nein, auf gar keinen Fall. Über dir kann dann auch Lava sein. Du bist instant drin und zu 100% tot. Okay, ich laufe einfach. Entweder bin ich dann tot oder wir leben oder. Ja, aber kannst du nicht bitte mal eben einen Inventarplatz freimachen, dass du direkt einen Goldapfel aufnimmst? Ja, hab ich doch. Hatte ich eben schon. Oh, ja, dann renn jetzt durch. Ist hier einer. Dann renn durch. Okay, ich renn jetzt durch. Muss ich nach links oder nach rechts? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Okay, das war's. GG. Ich seh dich. Ich komm raus. Hier. Siehst du mich? Nein, ich seh dich nicht. Du bist auf jeden Fall links von mir irgendwie. Wie auch immer du da gelandet bist. Ja. Vielleicht kann ich dich von der anderen Seite eskortieren. Warte mal. Ich glaube, ich kann zu dir kommen, ohne dass du einen Finger rühren musst. Ich glaube, ich sterbe. Nein. Nee, alles gut. Ich bin nämlich runtergefallen und wurde angebrannt. Ich grab mich gerade in deinen Turm rein. Ich bin, glaube ich, jetzt in Sicherheit. Ja, ich nehme her. Perfekt. Ja, gut. Junge, was ist das für ein Chaos? Ich habe keine Ahnung. Ich kapp mich gleich ein. Also ich glaube, ich habe es rausgeschafft. Ja, finde ich sehr gut. Aber ich habe nichts. Doch, ich muss jetzt Schweinefleisch essen. Es ist ja Edgarianer. Ja, also ja. Schmetgarianer Schweinefleisch. So, ich bin jetzt hier drüben. Ich bin einmal umgezogen. Aber wo bist du? Ich glaube, wir sind super weit voneinander entfernt. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, oh, das war, ey. Und ich brenne schon wieder. Du warst da, wo wir hochgegangen sind. Ich bin unten. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, so. Manuel. Ich weiß dann nicht mehr, wo ich bin. Dann geh ich jetzt einfach, tschüss. Dann war's das jetzt zwischen uns beiden. Ich hab wirklich keinerlei Blöcke. Ich hab nix. Also wirklich nichts. Also mir geht jetzt auch das Essen aus. Ich hab nichts mehr zu essen. Doch, ich hab noch ein Schweinestück. Oh, wenn der mich sieht, sieht der mich. Oh mein Gott. Boah, ey, was hast du für eine Range? Ich bin verflucht. Junge, was hat der für eine Range? Ja, okay. Das war's. Nein, bist du nicht. Doch, ich hab 2,5 Herzen. So, Leute, werden German Let's Play und Paluten ihr Chaos beenden und lebend aus dem Never rauskommen? Man weiß es nicht, aber wir werden morgen hoffentlich Näheres wissen. Leute, lasst ein Like da, wenn euch diese kleine Chaos-Folge gefallen hat. Chaotisch, aber so muss es auch mal sein, ganz ehrlich. Ich denke, es war absolut spannend. Leute, lasst ein Like da, schaut bei German Let's Play vorbei, da geht's morgen weiter und wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.